auf der DJ Convention 2017 mit dem nächsten Panel bei uns hier auf der Bühne. Ich merke schon, ihr wippt heute alle ein bisschen mit dem Popo da drüben bei 54 House FM. Gerade bei uns die Cassie Doreen an den Decken. Und ja, wenn ihr hören wollt, könnt ihr einfach mal ein bisschen reinschauen oder reinhören. Im Internet gibt es ja den Livestream. Da können wir auch für die, die nicht hier anwesend sein können, von zu Hause aus trotzdem hören, was hier passiert. Wenn wir schon bei zu Hause sind, ihr könnt gerne mit nach Hause nehmen und in Ruhe durchblättern das aktuelle Nickel neue druckfrische DJ-Magazin, die Messeausgabe, viele neue Infos, auch viele Infos zu Sachen, die ihr hier auf der Convention anschauen könnt, zum Beispiel neue Technik und ja, andere Dinge natürlich auch. Erinnerungsfotos werden jetzt gerade wieder drüben an unserer Fotobox geschossen und wenn ihr eine Runde flippern wollt, könnt ihr das auch gern tun. Jetzt geht es bei uns weiter hier auf der Bühne, ihr seht es schon auf der großen Leinwand. Unser Thema Reloop, da ist der Nick Eser bei uns hier, herzlich willkommen erstmal. Und du stellst uns vor Mixern vor DJing mit DJ Pro. Das Ganze gibt es quasi hier als Konsole mit einem Tablet und er erklärt uns gleich das Ganze. Und ihr seid schüchtern, ich weiß das, aber ihr könnt gerne ruhig zur ersten Reihe, da hört man es akustisch vielleicht auch ein bisschen besser. Und die anderen brauchen auch nicht stehen, kommt ruhig ran, dann könnt ihr das Ganze aus der Nähe betrachten. Beziehungsweise, wenn ihr wollt, wenn es im kleinen familiären Kreis bleibt, können wir das Ganze auch hier auf die Bühne verlagern. Da könnt ihr so drumherum eine kleine Gruppe stellen. Also auch das ist möglich. Ich würde sagen, ich übergebe das Wort und ganz wichtig, für alle, die sagen, Menschenskinder, wir haben heute noch hinten raus ein bisschen Luft, ab 17 Uhr ist bei uns Standparty, also wer heute sagt, Mensch, der Zug später geht auch noch oder das Auto wartet auch noch eine Stunde länger im Parkhaus, heute bei uns große Standparty, gibt es leckere Getränke und Essen, also schon mal vormerken, ab 17 Uhr gibt es vom Berufswahl-Disc-Jockey heute unsere Party. Also jetzt, ich übergebe mich. Ja, hallo zusammen, ich bin der Nick von Reloop und ich wollte euch heute ein bisschen was zum Thema DJing und Smart Devices erzählen, sprich iOS bzw. Android Endgeräte, am Beispiel von unserem Controller Mixon 4. Vielleicht warten wir noch einen Moment, der ein oder andere wartet zögerlich. Sonst könnt ihr natürlich auch gerne hochkommen. Also, wir haben hier einen ganz klassischen Vierkanal-Controller mit einem Dreiband-Equalizer und einer bipolaren Filtereinheit, Low-Pass- bzw. High-Pass-Charakteristik. Wir haben hier eine Performance-Sektion, die vor allem für Serato DJ und DJ Pro von Algorithm auf den iOS-Endgeräten ausgelegt ist. Ja, typische Pitch-Fader, Effekt-Sektion und so weiter. Jetzt kommt das eigentlich Besondere. Das Ganze läuft hier nämlich nicht mit Serato, sondern mit einem Tablet. Wir haben hier DJ Pro von Algorithm auf einem iPad Pro in einem 12,9 Zoll-Slot hier hinten laufen. Und ich selber war total verwundert, weil ich habe bis dato immer noch mit Traktor aufgelegt und meinem Rechner und habe dann das erste Mal so ein paar Wochenenden das Ganze mit einem Tablet versucht und war echt verwundert, so wie fortschrittlich das bereits ist und mit wie geringer Latenz man da inzwischen auflegen kann und wie wenig sich das tatsächlich von modernen Rechnern unterscheidet. Deswegen dachte ich, ich zeige euch das hier einfach mal. Ich mache mal ein bisschen was im Hintergrund an. Das Schöne bei DJ Pro ist nämlich, dass ihr nicht nur eure eigene Musik nutzen könnt, sprich nicht nur eure ganz normale Spotify, nicht nur eure ganz normale iTunes-Mediathek, sondern sobald man hier den Browse-Encoder betätigt, sieht man quasi schon die Tracks, die auf dem iPad sind. Man kann hier oben aber auch die Mediathek wechseln, von der iOS-Mediathek zu Spotify. Und wenn man dann eine fähige Internet-Connection hat und das Spotify-Premium-Abo, das haben sowieso sehr viele Leute zum Musikhören in der Freizeit, dann kann man auch die ganzen Tracks von Spotify, was so zwischen 30 und 40 Millionen sind, auf jedem Gig quasi nutzen. Und das auch nicht eingeschränkt, sondern glücklicherweise mit den ganzen Funktionen, die man sonst auch bei der Musik hätte, die auf dem Gerät bzw. dem Tablet selbst ist. Sprich die gesamte Hot-Cue-Sektion, die gesamten Loops und Performance-Pads und alles andere auch. Und sogar wenn man die Internetverbindung verliert, bleibt der Track zwischengespeichert. Sprich, ihr habt immer noch Zeit, irgendwie was vom iPad reinzuladen und dann mit eurer eigenen Mediathek weiterzumachen. Ja, vom Funktionsumfang müsst ihr da auch keine Abstriche machen, was relativ, ich zeig das hier mal am Controller selbst am besten. Zum Beispiel ganz cool bei DJ Pro ist, dass ihr genau wie in Serato den sogenannten Pitch Play Mode habt. Da könnt ihr quasi Loops oder einzelne Cue-Punkte tonal spielen. Ich zeige das mal hier an dem Track.
spielt sich quasi immer in halbtonen Schritten und so könnt ihr die Musik vom Key her anpassen und auch noch einzelne Melodien mit einzelnen Hot-Cues verarbeiten. Beim Mix on 4 haben wir noch ein, zwei andere Gimmicks eingebaut. Beispielsweise auf der Filtersektion selbst gibt es die sogenannten Makro-Effekte. Die haben den Vorteil, dass man oft eine Filterfahrt beispielsweise veranstalten möchte mit dem zweiten Track und gleichzeitig noch einen Effekt reindrehen. Wenn man den Makro-Effekt jetzt hinzufügt über diesen M1-Taster, dann wird die Effektsektion gleichzeitig getriggert, sodass man quasi eine Hand mehr frei hat zu mixen. Genauso funktioniert das mit der zweiten Effektsektion, wenn man hier beispielsweise noch einen Reverb mit dem Makro-Effekt reinnehmen will. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist bei Mix on 4, wir haben das Gerät mit mehreren Scratch Artist aus unserem Haus ausprobiert und die haben zuvor eigentlich nur mit Turntables mit Serato gescratcht und hatten richtig, richtig viel Spaß an den Jogwheels, weil die einfach extrem präzise sind. Ich bin leider kein Scratch Artist und kann hier keine harten Cuts vorführen, aber der ein oder andere kann es gerne später mal an unserem Stand ausprobieren. Das macht wirklich auch auf dem iPad eine Menge Spaß. In DJ Pro gibt es auch noch eine Sampler-Einheit. Man kann hier das Layout oben in der Software wechseln. Wir sind gerade im Vierdeck-Modus. Ich gehe mal in den Zweideck-Modus, da sieht man nämlich auch, hier kann man noch den Sampler aktivieren und dann gibt es verschiedene Sampler-Kits, die man auch kaufen kann und dann zum Beispiel zusätzlich wie in Serato auch noch seine Musik mit einzelnen Kicks oder anderen Instrumenten quasi untermalen kann. Ja, was gibt es noch zum Gerät zu sagen? Also, neben DJ Pro funktioniert es wie gesagt mit Serato, aber auch mit Virtual DJ. Das Ganze funktioniert Plug and Play, sprich wenn man das Gerät einsteckt, wird es sofort erkannt. Und es gibt auch noch ein zusätzliches Traktor Mapping. Sprich man muss sich nicht wirklich für eine der Softwarelösungen entscheiden. Wobei Serato natürlich beispielsweise schon sehr angenehm ist, weil die Vollversion im Lieferumfang enthalten ist. Normalerweise würde man da noch mal 200 Euro draufzahlen. Aber wenn beispielsweise Freunde mit anderer Software auflegen, ist das mit dem Controller auch gar kein Problem. Generell haben wir versucht, das Layout beim Controller großzügig zu halten, sodass die Leute nicht das Gefühl haben, gerade wenn man vielleicht CDJs und Clubmischer-Layout gewöhnt ist, dass man sich da irgendwie verliert oder das Ganze fummelig findet, sondern dass man haptisch einfach große Bedienelemente hat und sich das Ganze auch nach einem Club-Controller anfühlt. Tja, ich glaube, viel mehr kann ich zu dem Gerät auch erstmal nicht verlieren. Wer aber Lust hat, kann es wie gesagt gleich gerne mal antesten. Vielen Dank erstmal.